This night requires songs on earth. Three words, a quiet afternoon. Herzlich willkommen bei Jackknife auf dem Kanal. Nachdem ich letztes Mal ein paar Videos über Bowies gemacht hatte, wurde ich gefragt in den Kommentaren, ob ich auch das The Outback habe von Down Under Knives. Natürlich habe ich das, weil das ist ein Messer. Ja, ihr kennt das alle vom Crocodile Dundee. Mir gefiel persönlich die Version mit dem schwarzen Griff besser. Die Kohlenstoffstahl-Version habe ich mir bestellt. Das ist das Down Under Eclipse. Das ist sogar teurer wie das aus 440C mit dem selektiv gehärteten Rücken. Ich weiß gar nicht, ob dieser Rücken selektiv gehärtet ist. Aber ich habe mir gedacht, gerade bei so einem großen Messer bin ich sehr gewillt gewesen, einen Kohlenstoffstahl zu nehmen, weil der einfach mehr Flex hat. Der kann Biegebelastungen besser ertragen. Von Natur aus, ne, wenn er denn nicht ganz so doll auf Endhärte gehärtet ist. Ja, benutzt habe ich das. Hier ist auch schon Patina dran, wo ihr drauf achten solltet, falls ihr das Eclipse nimmt. Also er mag nicht, also die meisten Leder sind ja chrom gegerbt. Und wenn das dann ein bisschen Feuchtigkeit hat, gerade Kohlenstoffstähle neigen dann dazu zum Gammeln. Und hier seht ihr eben auch, das sieht man jetzt noch nicht, aber hier ist schon so ein bisschen so eine Gammeloberfläche. Was heißt nicht Gammel, Patina kommt da schnell dann ran. Kann man einfach wieder wegpolieren, weil die Fläche ist spiegelpoliert. Schneiden tut das Ding auch sehr gut. Im Verhältnis dadurch, dass es einen Hohlschliff hat. Ich suche mir mal eben ein Stöckchen. Auch so ein morsches hier. Aber man muss eben auch so sehen, dass hier diese Fehlschärfe vorne, der ist ja auch wirklich morsch. Ne? Also das wäre dann ja ein Laserschwert. Wo haben wir denn mal noch hier? So, abgehackt. Aber man kann damit durchaus noch schnitzen. Also es geht schon. Aber man sollte sich eigentlich bewusst sein, wofür diese Dinger eigentlich mal gedacht waren. Das waren ja mal in der Größe wirklich Waffen. Diese Clip-Point-Spitze, die auch wirklich nicht scharf ist, aber nahe an scharf. Das war früher auch scharf. Als man rausgegangen ist, hat man sowas als Haumesser fürs Lager und unter anderem eben auch richtig, um sich zu verteidigen. Und so ein großes Messer heißt auch Reichweite. Das heißt, wenn ich irgendwo jemanden, da habe ich Reichweite mit. Und in erster Linie wurde da gar nicht so viel mit gestochen. Wobei man dann natürlich auch das, gerade auf der Saunenjagd, wenn man diese Rückenschärfe eben noch richtig scharf macht, da kannst du auch schön mit ins Leben gehen. Batoniert haben wir gestern auch ordentlich. Wir haben hier Holz gemacht, da habe ich das auch für benutzt. Ist natürlich bedingt durch die Länge, habt ihr hier ordentlich Bereiche, wo ihr drauf rumdreschen könnt. Und ich möchte noch mal eins zum Bedenken geben. Auch im YouTube gibt es ein Review. Da fällt einem hinten, irgendwie ist hier der Knauf abgebrochen. Und auch in meinen Kommentaren, was ich davon halten würde, seitdem ein einziger Mann, das müsst ihr euch jetzt mal überlegen, wie die sozialen Medien und eben unsere YouTube-Maschinerie läuft. Einem einzigen Mann ist der Knauf abgebrochen. Jetzt lese ich in Messerforen über dieses Messer, in YouTube, in meinen Kommentaren, was ich davon halte, schrieb einer, da wird ja immer der Knauf abbrechen, immer. Das wäre ja nicht so stabil. Also ich habe damit gestern gehackt, gehauen, ich habe hier Totholz einfach Stamm umgekloppt. Ja, es hält. Immer, da seht ihr eben den Effekt von sozialen Medien, einem passiert was und 80 Millionen labern die Scheiße nach. Und da muss man sich auch mal echt drüber Gedanken machen. Ein Knauf ist abgegangen in einem Video bei YouTube.
nur ein einziger. Und jetzt sagen alle, das wäre nicht stabil genug. Also ich glaube nicht, dass die hier irgendwie sich mit den Dingern verstecken müssen. Sicher gibt es stabilere. Also ich würde jetzt sagen, so ein Temsky Bowie, so ein Swerdnut, ist natürlich allein schon durch die Angel, die hier durchgängig durch den Platterl, natürlich bedeutend stabiler. Logo, dies hier ist ein Steckerl. Der ist natürlich viel, viel weniger Material. Also somit ist er auch nicht so stabil. Das ist klar. Aber ansonsten würde ich sagen, das hält. Das hat Jahrhunderte gehalten. So wurden immer Messer gebaut. Selbst Schwerter wurden früher so gebaut, mit so einer Steckangel wie hier und einer dünnen Verlängerung, um den Pommel festzumachen. Und daher habe ich da eigentlich größtes Vertrauen zu. Mein einziger Punkt war eben, dass ich dieses Messer in Kohlenstoffstahl genommen habe. Und dadurch hat dieses Messer deutlich aus meiner Sicht mehr Nutzwert. Ne? Aber ihr könnt hiermit auch wunderbar arbeiten. Aber muss eben ganz ehrlich sein, das schleppe ich nicht mit. Das sind hier irgendwie 800, weiß der Geier, wie viel Gramm. Normal schleppe ich das nicht mit. Ich habe es jetzt rausgenommen wegen der Anfragen und zeige euch das nochmal und meine Meinung dazu. Ich habe damit auch hier Holz gemacht. Und aber im Großen und Ganzen ist mir ein kleineres Messer da denn doch deutlich lieber. Wobei, hier guckt euch an, das schneidet schon gut. Es hat nämlich einen leichten Hohlschliff und der ist auch gut ausgeführt. Und Hohlschliffe sind im Moment so ein bisschen aus der Mode. Aber ich finde, die im Großen und Ganzen sind das eigentlich immer wieder überzeugend, die durch solide Schneidarbeit. Also da kannst du, das ist ein toller Allround-Schliff, wenn der nicht zu dünn ausgeführt ist. Und hier haben wir ordentlich Material. Also da, das hält Hacken aus. Also warum soll ich dann mir Bedenken machen, haben, dass das nicht halten wird? Ja, das ist eine amtliche Praxe. Das ist auch ein amtliches Werkzeug. Ein Verteidigungsgerät war es früher garantiert. Da hatte man was in der Hand und man fühlte sich sicher. Also damit konnte man eben arbeiten. Je mehr man draußen ist, desto größer ein Messer, desto weniger mehr Wert hat sowas. Also große Messer haben richtig, wenn du draußen Bushcraft machst, wenn du eben die One-Tool-Option, immer ein großes Messer, da kann man viel mehr mit anfangen. Und eben ein Shelter, wenn ihr euch jetzt irgendwie so ein Debris hat oder irgendwas bauen wollt, wenn ihr irgendwie mal eben so ein Lean-To bauen wollt und ihr habt nur ein Messer dabei, und ihr habt dann euer kleines 10 cm Fiji-Messer oder ihr nehmt sowas. Hiermit seid ihr in einer Stunde fertig, mit dem anderen seid ihr den ganzen Nachmittag im Gang und schnippelt und macht und batoniert, um irgendwie solche kleinen Ästchen, da solche 4-5 cm Ästchen durchzukriegen. Das ist hier, sind das zwei Hiebe und sagen wir mal 10 Sekunden. Bei dem anderen seid ihr da die ganze Zeit am Säbeln und am Batonieren und hackt darauf rum mit einem Klöppel, um das durchzukriegen. Also hiermit ist man dann draußen doch besser aufgestellt. Aber für mich eigentlich ist es zu groß. Und es ist auch nicht sehr handlich, das muss man einfach sagen. Ne? Das ist mit dem, das ist, ja. Ne? Aber als Saunenjäger würde ich mir auch mal Gedanken machen, ob ich einfach so eins nehme und hier hinten die Fehlschärfe richtig scharf mache, um Saunen zu stechen. Ne? Damit kommt man ja, das ist ja nun mal so eine Pandurenspitze, da kannst du schon ordentlich mit reinjagen. Empfehlung, was soll ich dazu sagen? Ich bin groß geworden mit Crocodile Dundee, dann Down Under Knives, reitet die Welle immer noch gut ab und dieses Messer ist einfach Kult. Und warum habe ich es? Weil ich es immer haben wollte. Nicht, weil ich es benutzen möchte und weil ich da drin irgendwie Mehrwert sehe. Also das ist einfach nur ich, Crocodile Dundee Fan in der Form. Der Film war niedlich, der war süß, der war lustig und man hat da schöne Erinnerungen dran und deswegen habe ich dieses Messer. Vielen Dank fürs Schauen. Bis denn auf meinem Kanal mal wieder. This night requires songs on earth.
Three words, a quiet afternoon.